Hallo liebe Dynamo-Fans. Ja, lieber Tex, tut mir sehr leid für dich, dass du so weit weg bist, aber ich finde es geil, dass du dich so oft meldest, vor jedem Spiel deine geilen Zeilen uns schreibst, zaubern mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Ja, es ist wahrscheinlich eine schwere Zeit für dich, aber ich hoffe, dass du die auch gut überstehst und auch gut auskurierst und dann wieder bei 100% wieder einsteigen kannst. Tex, alles Gute, komm gesund wieder. Texer, wir haben dein Trikot mit hochgenommen. Ich weiß damals, wie es war, als ich mich verletzt habe. Es hat mich riesig gefreut, einfach auch mal, dass die Leute an uns denken oder an dich denken in dem Fall. Und du schreibst uns jede Woche wunderschöne Nachrichten, die ich hier nicht veröffentlichen möchte, weil das nicht jugendfrei, die uns pushen und dazu führt, dass wir am Ende unser Ziel erreichen. Servus Tex, ich hoffe, du hast unseren Sieg heute genossen. Wie du weißt, wir vermissen dich alle. Hoffentlich bist bald wieder gesund, bist bald wieder da und kannst wieder auf dem Platz zaubern mit uns. Tex, mein Lieber, du unterhältst uns zwar jede Woche mit außergewöhnlichen SMS-Nachrichten vor den Spielen, aber trotzdem vermissen wir dich alle sehr, deine positive Art und ja, wir hätten gerne, dass du schnell zurückkommst. Hab Geduld und es wird alles wieder gut und im Sommer feiern wir zusammen und dann bist du hoffentlich auch wieder hundertprozentig gesund. Hi Tex, Junge, jetzt gewinnen die schon so souverän, obwohl du gar nicht dabei bist. Gib Gas, wenn wir einen Deckel drauf machen hier in dem Stadion bei unserem Saisonziel, will ich dich am Start sehen. Alles Gute, bis demnächst.